Nach dem schonenden Auspacken gelangen die Mehrwegflaschen zur Reinigungsmaschine. Über die nahezu drucklos arbeitende Flaschenaufgabe erfolgt eine Reihenbildung der Flaschen, bevor diese mit rotierenden Aufgabescheiben in die Flaschenzellen eingeschoben werden. Der Geschwindigkeitsverlauf variiert hierbei. Das führt zu einer äußerst sicheren Behandlung der Flaschen. Die Teilung der Maschine ist so ausgelegt, dass unterschiedliche Flaschengrößen verarbeitet werden können. Neueste Reinigungsverfahren, wie zum Beispiel das abwechselnde Eintauchen und Spritzen, sorgen für ein einwandfreies Reinigungsergebnis der Flaschen. Flaschenauf- und Abgabe werden durch separate Servomotoren angetrieben. Die Flaschenabgabe erfolgt bei der KHS InnoClean EE ebenfalls auf der Frontseite der Maschine. Eine platzsparende Lösung bei gleichzeitig hohen Leistungsanforderungen von bis zu 120.000 Flaschen pro Stunde. Die Antriebsmotoren sind elektronisch synchronisiert. Damit sichert das sogenannte Triple-I-Drive-Verfahren eine besonders verschleiß- und wartungsarme Arbeitsweise. Die KHS InnoClean EE besticht außerdem durch ein energie- und wassersparendes Konzept. Die gereinigten Flaschen werden nun über ein Transportsystem mit Pufferzonen zum Füller geführt. Bevor der Füllprozess beginnen kann, werden sämtliche Flaschen zuverlässig inspiziert. Die intelligente Steuerung der drucklosen Zusammenführung sorgt dafür, dass die Flaschen mit minimaler Druckbelastung gefördert werden. Das rechnergesteuerte Druckfüllsystem KHS InnoFill DRS ZMS ist speziell auf die Anforderungen der Bierabfüllung im Hochleistungsbereich zugeschnitten. Das Verfahren der Dreifach-Evakuierung in Verbindung mit einer Zweifach-CO2-Spülung sorgt für beste Voraussetzungen, damit die Sauerstoffaufnahme auf geringstem Niveau bleibt. Die Füllventile verfügen über Füllhöhensonden, die ein exaktes Füllen der Flaschen bei geringstem Produktverlust sicherstellen. Sobald die Flasche den Füller verlässt, injiziert die proportional gesteuerte Hochdruckeinspritzung Heißwasser. So wird Sauerstoff im Flaschenhals entfernt, bevor die Flasche dann in den Verschließer einläuft. Nach dem Verschließen durchlaufen die Flaschen eine Dusche und werden anschließend über eine Füllhöhen- und Verschlusskontrolle überprüft, bevor es dann in Richtung Etikettiermaschine weitergeht. Der Grundsatz des Hygienic Design bei der Konstruktion sämtlicher Anlagenkomponenten ist bei KHS selbstverständlich. Für Spezialbiere steht der KHS InnoPass C zur Verfügung. Die etikettierten Flaschen laufen weiter zum Einpacker. Um den kontinuierlichen Einpackprozess im Hochleistungsbetrieb zu gewährleisten, wurde ein horizontales Kastenmagazin auf dem Pasteur errichtet. Hier werden die Kästen vollautomatisch über Transportbahnen zugeführt. Eine kompakte Behältertransportlösung sorgt selbst bei beengten Platzverhältnissen für ausreichend Pufferzonen, um den kontinuierlichen Produktionsprozess sicherzustellen. Der KHS InnoPack PPZ ist als platzsparende Lösung im Hochleistungsbereich ideal für kompakte Anlagen. Ein weiterer Schritt in Richtung Anlagenverfügbarkeit: der automatische Formatwechsel. Gassenbleche, Tulpen und Kastenzentrierung werden schnell und sicher gewechselt.
Sämtliche Einzelprozesse der Anlage sind harmonisch aufeinander abgestimmt und gewährleisten somit die Abfüllung der Carlsberg-Produkte mit höchstmöglicher Effizienz.